So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Und ja, wir versuchen's neu. Also, wir haben mächtig viel Platz. Also, könnte sein, dass es später Platzprobleme gibt. Aber naja, hier ist mein Plan. Also, zuerst werde ich so kleine Gehege ganz vorne machen. Ich habe mir ein Video angeschaut und hier kann man zum Beispiel sehen, Elektrizität, der Eingang gibt schon Strom. Das heißt, man braucht keinen Stromgenerator. Und das heißt, dass man hier vorne schon so die ganzen Tierpfleger-Sachen machen kann und so weiter. Und man braucht am Anfang nicht alles. Und kann da ein bisschen sparen. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Ja. So, also. Ich habe geplant, dass hier vorne. Ja, also. Hier machen wir mal unsere. Ja, unser. Mitarbeiterbereich. Mitarbeiter. Dann geht hier so die Straße lang und dann wird sie sich hier vorne teilen. Aber das machen wir erst später. Sie teilt sich dann hier rum und in der Mitte will ich so ein Savannengehege machen. Und hier vorne so kleine Tierchen. Also ja, vielleicht so für einen Anfang einfach günstige Tiere. Da können wir mal schauen, Tierhandel. Ja, Tierhandel können wir noch nicht schauen. Aber genau, und hier will ich so eine Allee machen zuerst. Genau, erstmal Weg. So, Asphalt. Dunkler Asphalt. Baumscheiben. Baumrinde? Nee. Bretter. Die sind komplett gleich. Hüttenbretter, Holzbohlen, Steinweg und dann eben noch der natürliche. Wir bleiben erstmal beim Asphalt. Wir machen die Länge auf, die Breite meine ich, auf 7 Meter. Nein. Wir machen sie gleich breiter. So. Und dann. Warte mal. Lalalala. Rasterausrichtung. Und Winkel. So. Oh ja. Nee, das sieht. Ich wollte hier so einen Platz machen, aber ja, egal. Dann eben nicht. Dann machen wir Raster aus. Dann. Vielleicht ist dann der Weg blöd, weil der hier so. Nee, der. Also so eine Kante hat, ne? Der hat auch eine Kante. Die haben alle Kanten. Kann man die Kante ausmachen? Wegstützen. Nee, das Tunnel. Barriere, Gelände mit. Warte, Schlange mit Geländer. Wir gehen mit Bordstein. Ah, hier, super. Dann machen wir alles nochmal weg. So. Ich
will nämlich eine nicht, ich will das verbinden. Nein, 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 nein. Wie mache ich denn? Oh Mann. Gibt einen Tunnel. Ja, nee. Okay. Stopp. Also, wir machen erstmal so. Dann schauen wir mal kurz, bis wohin der Strom geht. Der geht bis dahin. Dann werde ich hier also hier die ganzen, das mache ich immer jetzt, Einrichtungen. Für Mitarbeiter, Forschungszentrum brauchen wir auf jeden Fall. So. Warte. Hier. Dann Mitarbeiterraum brauchen wir auch. Hier. Dann die Tierpflegerhütte. Und die Werkstatt brauchen wir am Anfang nicht, aber die das Handelszentrum. So, und ist alles noch drin, ne? Ja, sehr schön. Gut. Dann mache ich hier am besten schon mal das erste Gehege, ne? Oder warte mal. Ich mache das ein bisschen weiter hier. Ja, super, ist noch drin. Dann Mitarbeiterweg. Nein, kleiner. Das sieht gerade ein bisschen seltsam aus. Warte. So. Das ist besser. Gut, dann schauen wir mal. Tierhandlung. Arten. Erdferkel. Och, ist das putzig. Aber ich gehe erstmal auf warte. Barpreis. Filter. Hey, ich will Barpreise haben. Na? Oder will er nicht? Ah, jetzt hat. Gut, wir könnten ein V nehmen, wir könnten Warzenschweine, Flamingo, Hanna und Nissa. Hier gibt es schon die Steppenzebras, Wölfe. So, Springbock. Es gibt nicht viele für Geld, aber ist ja klar, jeder braucht die Artenerhaltungsdinger. Ist ja klar. So. Ja, Springbock will ich eigentlich, oh, der ist, ziemlich schwach, oder sie. Ich will die eigentlich, genau für das große Gehege machen. Die Warzenschweine sind auch gut im großen Gehege. Mhm. Okay, dann werde ich hier ein Einzeltier machen. Ich schau mal die Pfauen. Genau, das sind Einzeltiere. 4 Männchen und 16 Weibchen. Junge, Junge.
Geschlechtsreif 3 Jahre. Genau, 23 Jahre werden die alt. Das ist ja gar nicht so schlecht. Was wollen die? Gar nicht so ein großes Gelände. Gemäßigt Tropen- und Graslandschaft. Indischer Subkontinent. Alles klar. Aber also 300, das ist echt nicht so groß. Da werde ich mir mal die Pfaue greifen. Ja. Das ist ein Weibchen. Das ist ganz gut. Aufnehmen. Größe. Fruchtbarkeit 50, Langlebigkeit 33. Die sind nicht so geil. Immunitätsgen 33%. Weil der ist fruchtbarer als er, aber ja, komm. Ich nehme mal ihn. Flamingo will ich mal schauen. Genau, mit keinen anderen Tieren. Genau, Wasser wollen sie, ist ja klar. Aquarisch, Tropen, gemäßigt und Grasland. Regionen, uiuiui, also überall. An sich können wir die jetzt auch schon holen. Dann. Ja, sind die weg? Wahrscheinlich. Okay. Na gut, dann schauen wir später nochmal vorbei. Dann machen wir jetzt mal Bauplan. Warte, ich will noch mal schauen, was für. Ach, wir haben ja gerade Pause. Warte, ich will auf. Warte, Gehege jetzt mal. Dann. Schlafmöglichkeit. Nee, erstmal Barriere. So, ich glaube, für die Pfauen reicht eine Hecke. Aber ich will eben nochmal schauen, ob das wirklich reicht. Handelszentrum. Genau, Zoopedia. Steht es hier drin? Nee. Da steht es mal. Grad 1 und über 1 Meter, okay. Genau, und die sind Widerstandsgrad 1, alles klar. Gut, dann werde ich mal hier das schön machen. Warte, nicht so lang. So. Nicht so lang. So, und hier runter. Dann wieder nicht so lang. Und hier so. So, dann werde ich hier. Und da, das werde ich dann aus Glas machen. Und genau, hier brauche ich noch einen Eingang. Gehegeeingang, andere Seite bitte. Mache ich hier. Genau, dann. Aber man kann das kaum sehen hier. Ist so rot alles. Genau. Hier weiter nach da. Sehr schön. Dann, was wollen die Pfauen eigentlich?
Hey, ich... Oh nein, ich habe die ganze Zeit weiterlaufen lassen. Oh Mann, ich bin ein Idiot. Du brauchst eine Werkstatt. Habe ich. Nee, das ist das Handelszentrum. Ja, am Anfang brauche ich noch keine... Genau, das... Tierpraxis. Warte mal, Tierpraxis wäre, glaube ich, am Anfang... habe ich gehört. Genau, braucht man am Anfang auch noch nicht unbedingt. So. Gut, also erstmal, also Einrichtung. Genau, erstmal überall Mülleimer. So. Dann, genau, Spende ist immer gut. Ja, dann mache ich halt den Weg noch ein bisschen weiter hier. Entschuldigung. Falsch. Entschuldigung. So. Dann wieder Einrichtung. Das ist immer am wichtigsten. Warte, ich brauche jetzt. Warte, wo ist denn das? Das da brauche ich. Gehege-Infostand. Genau. X? Nee. Ah, du Idiot. Hier, so. Genau. Und dann brauche ich noch allgemein einen Infostand. Werkstatt. Handel, Forschung, Mitarbeiter, Quarantäne. Warte, wo ist... Genau, Info. Infozentrum. Mars, oder? So. Okay, ich am ja, am Anfang braucht man, glaube ich, nicht mehr. So. Dann werde ich die mal die Tiere mal hier reinhauen. Ah, dafür brauche ich erstmal erstmal Mitarbeiter reinhauen. Wir brauchen einen Zoopfleger. Wir brauchen einen Tierpfleger. Wir brauchen einen Techniker. Und Tierarzt. Verkäufer haben wir einen, oder? Nee. Zufrieden, ja, wow. So, hier, machen wir auf jeden Fall... Ah ja, okay. Auf. So. Hier auch. Erstmal runter. Einrichtungen. Mitarbeiter. Geöffnet. Nicht Bedarf. Okay. Dann Gehegehandel. Warte. Dann werden wir unsere Tiere. Genau, die muss ich erst. Da muss ich erstmal Start machen, damit die ankommen. Das werde ich dann V
So, wann kommen sie an? Wann kommen sie an? Das ist nicht meins. Verlegen. Also, warte. Hier und hier. Na, komm. So, super. Und jetzt wieder Pause. Oh, das war zu früh Pause. Gut. Na. Ah. So, alles klar. Gut, dann werden wir mal schauen, wie es ihm geht. Also, stabiles Rückzugsding ist natürlich nicht da. Gelände ist graskurz. So. Ah, die wollen ein bisschen Erde. Sand. Erde leicht. Und ein bisschen Sand mache ich dann hier. So, sehr schön. So. Dann Umgebung, Bepflanzung. Die sind damit zufrieden. Interessant. Aber ich werde trotzdem Bepflanzung reinhauen. Und genau, einen stabilen Rückzugsort Art. Das sind keine Straußen, sondern V, Blau, V. Genau. Rückzugsort. Sieht halt blöd aus. Warte, dann mache ich was anderes. Dann mache ich Bau, Architektur. Spezialeffekt, nee. Requiem, Schilder, Kunstform, nee. Dann mache ich das hier natürlich. Hier hinten. Ich weiß nicht, ob die so natürlich das haben wollen. Aber, warte. Europäisch? Ach komm, europäisch. Ah, oh Mann. Europa hat auch Felsen. Ja, die wollen auch. Achso, Asien. Okay. Asiatisch. Die haben keine Felsen, Asiaten. Gut, Garten. Pflanzen. Asiatisch. Gras gemäßigt und Graslandschaft habe ich und Tropen. So. Ah, okay. Kirschblüten. Alter. Ah komm, ein kleiner Kirschblütenbaum. Ist doch ganz schön. Dann Rohrschilf. Dann mache ich hier so. Bisschen ein etwas, was die vor. Uiuiui. Nee, das ist Rohrschilf. Uiuiui. Bisschen vor den Betrachtern schützt. So. G-
Genau, aber stabil ist er nicht. So. Ich will halt nicht sowas bauen. Warte, dann mache ich. Gibt es hier was aus Holz? Nee, noch nicht. Beziehungsweise doch die da oben. Bogentunnel. Wäre das was für die? Nee. Ich mach mal hier jetzt sowas. Nicht ganz so weit. Dann mache ich das doch gleich so. Genau. Dann wieder Bau. Dann geht's hier weiter. Na, komm. Also das Bauen, ja, das muss man noch lernen. Warte, an sich kann ich das ja so machen. Nein, das war falsch. Ich wollte genau hier das da und nein. Entschuldigung, gleich haben wir's. So. So. Ja, jetzt schaut halt der Baum hier rein, aber das ist Absicht. Gut. Hier hinten ist ja egal, da ist ja eine Mauer. Und dann Bau. Dann will ich noch ein Dach haben. Machen wir es. Warte mal. Ich mach mal das so. Das ist nicht lang genug. Das ist zu lang. Na schön. Wieso ist das zu lang? Also nicht genauso breit wie das andere Tor. Warte, dann machen wir das so. Ach, komm da hoch. Warte mal, ich move den mal zur Seite, dann kann ich besser sehen. So. Na komm. Ich will die zusammen. Egal. Gut, also. Das habe ich ja jetzt vergessen, wie es nochmal geht. Dann machen wir einfach ein ganz normales Brett. Also zwei normale Bretter. Und zwar hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Ja. Und hier nochmal drauf. Wieso bist du jetzt da hinten? Das macht gar keinen Sinn. Und Alter, wie dumm bist du? Hier, warte mal. Ja, jetzt geht's, ne? Das ist ja okay.
So, und dann machen wir nämlich eine Planke. Boden, Wand. Wir machen eine Bodenplanke. Die aber nach oben kommt, wenn ich darf. Nee, darf ich nicht. Welche? Warte. Beenden. Ja, jetzt darf ich. Ja, okay. So. Und zwar ziehe ich die nach da. So, und dann mache ich sie noch schräg. Ich will sie schräg machen. Kann ich nicht. Nee. Okay, dann mache ich die Wand. So. Ja. So. Und dann von Gruppe trennen will ich die. Oh, wieso kann ich das nicht machen? Weil ich zu dumm bin dafür. Okay, dann sieht's halt so aus, ne? Ist doch schön. Gut, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ja, danke fürs Zuschauen. Ja. Warte mal. Ich schau mal kurz, wenn ich hier jetzt wow. Das sieht ja gut aus. So. Ist immer noch nicht. Also das zählt immer noch nicht als stabiler Rückzugsort. Dann werde ich halt sowas machen. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ja, und ich hat's euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.